Weiter geht es mit allen Jagdanfragen und gleichzeitig mit dem Erfolg bzw. mit der Trophäe Ist das Kunst oder kann das weg von Red Dead Redemption 2. Die Jagdanfragen benötigt ihr für die 100% im Spiel und als Belohnung für das Abschließen der Jagdanfragen bekommt ihr eine Eichhörnchenfigur, für die ihr dann anschließend ein festes Zuhause finden müsst und dafür bekommt ihr dann den Erfolg bzw. die Trophäe. Kommen wir aber jetzt erstmal zu dem Teil mit den Jagdanfragen. Um die erste Jagdanfrage zu starten, müsst ihr zu einer beliebigen Postmeisterei gehen und dann den Aushang zu den Jagdanfragen abhängen. Ich persönlich habe das jetzt hier in Valentine gemacht, ihr könnt aber auch zu jeder anderen Postmeisterei gehen und da die Nebenquest starten. Für die erste Jagdanfrage müsst ihr ein perfektes Eichhörnchen und einen perfekten Hasen fangen. Bevor ihr euch allerdings auf die Jagd nach den Tieren macht, solltet ihr erst die nötigen Waffen besorgen, um perfekte Abschüsse für die jeweiligen Tiere schaffen zu können. Falls ihr nämlich ein Tier mit der falschen Waffe erlegt, dann zerstört es quasi das Tier und es ist nicht mehr perfekt. Für alle Jagdanfragen benötigt ihr entweder Kleinwildpfeile oder das Varmintgewehr. Kleinwildpfeile könnt ihr am Lagerfeuer herstellen und das Varmintgewehr könnt ihr bei jedem Büchsenmacher kaufen. Letzter Tipp, bevor ihr anfangt, die Tiere zu jagen, schaut unbedingt in die Beschreibung oder schaut euch unten den angepinnten Kommentar an. Da könnt ihr nochmal die Zusammenfassung aller Jagdanfragen sehen, aller Tiere, die ihr benötigt, mit den jeweiligen richtigen Waffen. Sollten euch diese Tiere aus späteren Jagdanfragen schon mal über den Weg laufen, dann solltet ihr die unbedingt mitnehmen und nicht irgendwie der Reihe nach abfarmen. So spart ihr euch unendlich viel Zeit. Okay, dann kommen wir jetzt zur ersten Jagdanfrage. Ein perfektes Eichhörnchen und ein perfekter Hase. Beide könnt ihr hier in diesem Gebiet finden. Lauft einfach in diesem Gebiet kreuz und quer durch die Gegend und haltet Ausschau nach Eichhörnchen und Hasen. Hilfreich beim Aufstöbern ist immer das Fernglas und beim Erlegen dann Deadeye. Jetzt heißt es eben ein bisschen Glück haben, weil ihr braucht ein 3-Sterne-Tier jeweils für den perfekten Abschuss. Unten rechts seht ihr die 3 Sterne vor dem gemeines Rothörnchen und das bedeutet, es ist ein geeignetes Tier. Wenn ihr das dann noch mit der richtigen Waffe, in dem Fall den kleinen Wildpfeilen, abschießt, dann erhaltet ihr einen perfekten Kadaver. Schießt es also ab und sammelt es ein und dann habt ihr schon das erste Tier. Wie gesagt, im gleichen Gebiet, hier ist mir ein Hase über den Weg gelaufen, wieder 3 Sterne und diesen müsst ihr nicht mit dem Pfeil, sondern mit dem Varmintgewehr abschießen für den perfekten Kill. Das Eichhörnchen hat er einfach direkt in die Tasche gesteckt, den Hasen hingegen müsst ihr aufs Pferd binden. Sollten bei euch hier keine geeigneten Tiere auftauchen, dann legt euch schlafen oder speichert das Spiel, geht raus und ladet das Spiel neu. So spawnen neue Tiere und dann sollte das kein Problem sein. So. Wenn ihr beide perfekten Tierkadaver habt, dann müsst ihr diese per Post versenden. Begebt euch also wieder zu einer beliebigen Postmeisterei und verschickt das Ganze. Jetzt müsst ihr 24 Stunden warten und dann könnt ihr wieder hierher kommen und die nächste Jagdanfrage bei der Post abholen. Für die zweite Jagdanfrage benötigt ihr einen Kardinal, eine Ratte und einen Specht. Kardinäle sind Vögel und die gibt es hier auf der Karte relativ häufig. Die sitzen da auf Steinen. Falls bei euch wieder kein geeigneter 3-Sterne-Kardinal rumsitzen sollte, dann speichert das Spiel, verlasst das Spiel und startet das Spiel wieder. Alternativ könnt ihr euch auch wieder schlafen legen. Hier auf diesen Steinen sitzen häufig auch andere Vögel, die ihr auch noch benötigt. Schaut euch also die Liste an und nehmt mit, was ihr zufällig gerade finden könnt. Etwas südwestlich von der Stelle, wo es den Kardinal gab, ist hier ein abgebranntes Dorf und da gibt es Ratten. Mit ein bisschen Glück taucht wieder eine perfekte Ratte auf und die könnt ihr dann mit dem Kleinwildpfeil erlegen. Bei den Tieren, das hatte ich vergessen zu erwähnen, ist es egal, was ihr für eine Art Tier findet. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten von Ratten oder es gibt unterschiedliche Arten von Spechten und es gibt unterschiedliche Arten von Kardinälen, Rot, Grün, Blau, whatever. Es muss nur die richtige Tierart mit eben 3 Sternen sein.
Kommen wir zu einem etwas unangenehmeren Tier, wie ich fand, zum Finden, und zwar dem Specht. Prinzipiell müsste es den fast überall auf der Karte geben, aber ich hatte echt Probleme, da einen 3-Sterne-Specht zu finden. Hier allerdings, bei der Stelle, wo ich auch die 18 Bären gefarmt habe für den anderen Erfolg, beziehungsweise die anderen Trophäe, tauchen Spechte relativ häufig in der Luft auf. Geht also dahin, dreht euch im Kreis, schaut in die Luft und hofft, dass ein 3-Sterne-Specht irgendwann auftaucht. Ich hatte das Gefühl, dass die allgemeine Spawnrate von Tieren am Tag höher ist. Ich bin mir da aber nicht so sicher, deswegen habe ich es auch am Anfang noch nicht gesagt. Falls ihr also bei Tieren mal Probleme haben solltet, die zu finden, dann könnt ihr entweder zu einer anderen Uhrzeit kommen oder ihr lasst es aus und macht mit anderen Tieren weiter in der Hoffnung, dass sie dann zufällig drauf stößt. Auf jeden Fall, wenn ihr dann alle 3 Tiere von der zweiten Anfrage habt, geht ihr wieder zur Postmeisterei, versendet die perfekten Kadaver und könnt nach 24 Stunden wieder zurückkehren und die nächste Anfrage starten. Das erste Tier der Anfrage ist ein Streifenhörnchen oder Backenhörnchen und die tauchen hier relativ häufig auf dem Weg auf. Rennt einfach den Weg auf und ab, von hier bis hier, und dann sollte früher oder später da ein 3-Sterne-Hörnchen auftauchen. Bei mir waren hier sogar gleich 2 perfekte Streifenhörnchen auf einmal. Aber wie bei allen bisherigen Tieren auch, ihr braucht ein bisschen Glück, falls keins auftaucht. Ihr wisst, was ihr machen müsst. Schießt es wieder mit den kleinen T-Pfeilen ab und steckt es in eure Tasche. Das nächste Tier ist das Opossum und es taucht hier auf der Karte relativ häufig auf in der Nähe von Bäumen. Sucht das Gebiet in der Nacht ab und dann sollte das Opossum kein Problem sein. Für einen perfekten Abschuss für ein 3-Sterne-Opossum müsst ihr das Varmintgewehr benutzen und das Opossum mit einem Schuss töten. Das Opossum wie auch den Hasen könnt ihr nicht in eure Tasche stecken, sondern müsst ihr auf euer Pferd binden. Falls ihr einen Unfall mit eurem Pferd baut, kann es sein, dass euer Opossum oder was auch immer ihr auf euer Pferd geschnallt habt, runterfällt. Falls es runterfällt, stellt sicher, dass es wieder aufhebt, sonst kann es sein, dass das halt irgendwo rumliegt und ihr das nicht mehr findet und dann müsst ihr das Ganze nochmal fangen. So, dann bin ich wieder hier bei den Steinen, wo ich auch den Kardinal gefangen habe, weil hier gibt es auch Trupiale oder Trupials, keine Ahnung. Schießt den geeigneten Vogel wieder mit den Kleinwildpfeilen ab und nehmt den wieder mit. Kommen wir zum letzten Tier dieser Jagdanfrage, der Wanderdrossel. Mit dem Vogel hatte ich einige Probleme, da einen geeigneten Spawnpunkt zu finden. Hier auf diesen Steinen im Wasser tauchen die aber relativ häufig auf. Ihr müsst natürlich ein bisschen Glück haben, dass die nicht ins Wasser fallen und ihr dann nicht mehr rankommt. Aber nach ein paar Anläufen solltet ihr dann eine geeignete Wanderdrossel eingesammelt haben. Solltet ihr Probleme mit der Wanderdrossel haben, dann könnt ihr die auch kurz auslassen und das Video noch eine Minute weiterschauen, weil im nächsten Gebiet gibt es auch Wanderdrosseln. Allerdings sind die bei mir da nicht so zuverlässig gespawnt wie hier auf den Steinen. Auf jeden Fall, wenn ihr wieder alle perfekten Kadaver für die zweite Jagdanfrage habt, sendet die wieder per Post, kommt nach 24 Stunden wieder und holt euch die dritte Jagdanfrage ab. In diesem Gebiet gibt es gleich die nächsten 3 Tiere, den Singvogel, die Kröte und den Sperling. Sperlinge sitzen meistens auf der gegenüberliegenden Flussseite auf dem Stein. Sollte bei euch da keiner sein, legt euch schlafen. Das Lager, das ihr aufschlagen könnt, liegt direkt gegenüber von dem Sperlingsspawn. Von daher ist diese Stelle einfach super, um schnell Tiere zu fangen. Und wie schon vorhin erwähnt, tauchen hier hin und wieder in diesem Gebiet auch Wanderdrosseln auf. So, wie gesagt, gleicher Ort, gleiche Stelle. Ihr müsst nur in die andere Richtung schauen. Auf dem Stein da drüben sitzen häufig Tangare und die zählen als Singvögel. Und falls ihr noch keine Krähe für die nächste Jagdanfrage habt, dann sitzt rechts neben dieser Tangare oft noch eine Krähe. Die könnt ihr, falls sie da sitzt, direkt mitnehmen. Falls nicht, könnt ihr auch einfach wann anders wiederkommen. Okay, etwas nördlich von der Stelle mit dem Singvögel und dem Sperling gibt es Kröten. Eigentlich gibt es sie hier überall am Fluss, bei mir war sie halt jetzt hier in dem Fall.
Ein ähnliches Tier wie die Kröte gibt es hier auf der Insel, den Ochsenfrosch. Die hüpfen hier überall rum. Sucht euch einfach ein 3-Sterne-Exemplar und holt euch das mit dem Kleinbildpfeil. Kommen wir zum Stinktier. Stinktiere gibt es an der gleichen Stelle, wo es auch schon die Streifenhörnchen oder Backenhörnchen gab. Lauft da ein bisschen auf und ab, hin und her, und dann sollte da ein Stinktier auftauchen. Für einen perfekten Kadaver müsst ihr das Stinktier dann mit einem Schuss von dem Warmintgewehr töten. Wenn ihr wieder alle perfekten Kadaver für die Jagdanfrage habt, dann versendet ihr das Ganze wieder per Post, wartet 24 Stunden und holt euch die letzte Jagdanfrage ab. Diese ist allerdings erst verfügbar, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt. Wenn ihr also noch nicht durch seid, dann müsst ihr jetzt das Spiel weiterspielen, bis ihr fertig seid, und dann könnt ihr die Jagdanfrage bzw. dann den Erfolg bzw. die Trophäe weitermachen. Für diese Anfrage benötigt ihr unter anderem einen Zederseidenschwanz, und den gibt es hier auf der Karte. Das ist so ein Vogel, der taucht relativ häufig in der Luft einfach auf. Aber ich habe den bei den ersten Malen, wo ich ihn gesehen habe, nicht direkt mitgenommen. Und dann, wie ich ein perfektes Exemplar gesucht habe, habe ich echt ewig warten müssen, bis endlich einer aufgetaucht ist. Ich habe hier nördlich der Wasserfälle auf die Klippe gestellt und ständig in die Luft geschaut. Und ja, irgendwann hatte ich dann doch mal Glück. Blauhäher gibt es hier wieder relativ häufig. Ihr braucht einfach ein bisschen Glück, dass ein 3-Sterne-Exemplar bei euch auftaucht. Für Krähen bin ich wieder hier an diese Stelle zurückgekommen. Auf diesem Stein ist ein sehr häufiger Krähen-Spawnplatz. Kommen wir zu einem etwas selteneren Tier, der Fledermaus. Direkt hinter diesem Wasserfall befinden sich zu 50% Fledermäuse. Sollten bei euch Fledermäuse sein, dann fliegen die höchstwahrscheinlich gegen die Decke und sind tot. Sollten da keine Fledermäuse bei euch sein, dann müsst ihr entweder wieder schlafen oder speichern, Spiel verlassen und das Spiel neu starten. Kommen wir zum letzten Tier der Anfrage, dem Biber. Entlang dieses Flusses um die Biberburg herum tauchen ein bis zwei Biber jedes Mal auf. Hol dich eines der 3-Sterne-Exemplare mit dem Warmintgewehr und ja, dann habt ihr es auch nach wenigen Stunden geschafft. Damit es für die 100% zählt und ihr dann noch den Erfolg bzw. die Trophäe bekommt, müsst ihr noch ein bisschen weiter spielen. Als nächstes müsst ihr wieder alle perfekten Kadaver zur Post bringen, 24 Stunden warten und euch dann eine Einladung von der Questgeberin abholen. Lest euch also den Brief durch und dann taucht hier nördlich von Strawberry dieses LH auf. Eins noch für alle Leute, die die Story immer noch nicht durchgespielt haben und das Video anschauen: Ihr solltet jetzt aufhören, das Video zu schauen. Ab jetzt kommen echt massive Spoiler. Ich habe euch gewarnt und ja, dann geht's weiter. Nach einer Cutscene, die ich jetzt hier rausgeschnitten habe, bekommt ihr dann die Eichhörnchenfigur und es taucht auf der Karte hier dieses Fragezeichen auf. Da müsst ihr hingehen und die Eichhörnchenfigur auf den Kamin stellen. It's over, Abigail. I'm sure. What is that? Erst jetzt zählen die Jagdanfragen für die 100% als abgeschlossen. Für den Erfolg bzw. die Trophäe ist das Kunst oder kann das weg, müsst ihr jetzt allerdings noch ein bisschen weitermachen.
Das Problem ist, dass Abigail die Eichhörnchenfigur überhaupt nicht mag und die jedes Mal vom Kamin nimmt und dann versteckt. Ihr müsst jetzt die Eichhörnchenfigur 6-mal finden und wieder auf ihren Platz stellen. Abigail nimmt die Eichhörnchenfigur nur, wenn ihr nicht auf dem Hof seid. Aus diesem Grund müsst ihr den Hof verlassen und nach frühestens 24 Stunden wiederkehren. Ihr seht's, die Eichhörnchenfigur steht nicht mehr auf ihrem Platz. Abigail hat die Figur im nächsten Raum in der Truhe versteckt. Nehmt die und stellt die wieder auf den Kamin. Dann müsst ihr den Hof für 24 Stunden wieder verlassen. Und wenn ihr wiederkommt, ist die Eichhörnchenfigur wieder weg. Dieses Mal könnt ihr die Eichhörnchenfigur im gleichen Raum wie eben im Kamin finden. Nehmt die also und stellt sie wieder auf ihren Platz. Verlasst anschließend für 24 Stunden wieder den Hof und dieses Mal könnt ihr die Eichhörnchenfigur am Dachboden in einer Truhe finden. Nehmt die, stellt sie auf und verlasst den Hof. Dieses Mal sind Abigail die Verstecke im Haus ausgegangen und deswegen hat sie die Eichhörnchenfigur neben der Scheune auf so einem Wagen platziert. Nehmt die Figur also wieder mit und bringt sie ins Haus. Nach weiteren 24 Stunden könnt ihr die Eichhörnchenfigur in der gleichen Scheune wie eben oben in so einer Truhe finden. Nehmt die wieder mit und stellt sie auf den Kamin. Wenn ihr jetzt wieder 24 Stunden wartet, dann bringt's euch nichts, wenn ihr zum Hof zurückkehrt, weil Abigail hat sich für das letzte Versteck was ganz Besonderes ausgedacht. Die Eichhörnchenfigur befindet sich nämlich jetzt auf dem Gipfel von diesem Berg. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und etwas Zeit gespart. Ich habe wirklich ewig dafür gebraucht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.